Ich glaube, die beste Motivation ist auf jeden Fall, dass man wirklich voller Begeisterung an die Sache herangeht. Also ich glaube, wenn man wirklich liebt, was man tut, dann bringt man die Motivation auf. Ich habe auch oft zum Beispiel trainiert bei schlechtestem Wetter und so, aber habe immer gewusst, warum. Ich will diesen Berg besteigen und da nimmt man dann auch Unannehmlichkeiten gerne mal in Kauf. Das gehört dann einfach dazu, um dann seine Anliegen zu verwirklichen oder seine Ziele zu erreichen. Also es ist schon so, dass ich natürlich das Ziel erst einmal im Auge habe, also das habe ich dann hinten abgespeichert und wichtig ist aber, dass ich dann, das habe ich sowieso in mir drinnen und dann fokussiere ich mich aber auf den jeweiligen Moment, auf den jeweiligen nächsten Schritt, das ist ganz wichtig, weil wenn ich immer nur das große Ziel sehe, dann kann ich vielleicht sogar mal verzweifeln. Es geht dann wirklich, das in Etappen einzuteilen und jeden nächsten Schritt zu setzen und auch wenn es kleine Schritte sind, aber irgendwann komme ich ans Ziel und das hat sich wirklich bewahrheitet. Also es sind wirklich alle drei Aspekte voll wichtig. Es ist die Vorbereitung, ausschlaggebend, dass man überhaupt einmal starten kann, gut starten kann, dass man durch die Vorbereitung dann das, was man braucht, auch vor Ort hat, um dann das wirklich auch umsetzen zu können. Die Umsetzung selber spielt eine ganz große Rolle, dass man dann eben mit den vorhandenen Ressourcen auch wirklich sein Ziel erreichen kann. Und genauso wichtig ist aber auch die Nachbereitung, dass man dann auch nochmal reflektiert und sagt, hey, was ist gut gelaufen, was können wir noch besser machen, was macht man nächstes Mal anders. Also das ergibt eins das andere. Man kann nicht eins außerpicken und sagen, nur das ist, sondern es ist immer so ein Gesamtes. Ja, also Rückschläge habe ich natürlich viele gehabt im Laufe der Jahre und habe einfach verstehen dürfen durch die Rückschläge. Ich bin da eigentlich durch die Rückschläge gewachsen und habe da ganz viel gelernt. Aber ich habe verstanden, Dinge, die ich nicht verändern kann, die passiert sind, die kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und jetzt gilt es daraus, die Lehre zu ziehen und das Bestmögliche daraus zu machen. Und dann vielleicht, falls Fehler passiert sind, die zukünftig nicht mehr zu machen. Also am meisten gelernt habe ich wirklich durch die Tiefschläge, durch die Rückschläge. Aus denen bin ich gestärkt hervorgegangen und habe es eben wieder probiert oder ein bisschen anders gemacht. Also die gehören einfach dazu im Leben, um weiterzukommen. Also so richtig, dass ich aufhöre, habe ich mir nicht gedacht. Aber ich bin einmal in einer Situation gekommen, wo ich mir schon die Frage gestellt habe, so kann ich jetzt nicht weiter tun. Also ich bin damals am Talagiri unter die Lawinen gekommen, bin mit dem Zelt weggerissen worden, habe mich da befreien können und war da das erste Mal so mit meinem eigenen fast Tod oder mit meiner eigenen Vergänglichkeit konfrontiert. Zwei Spanier haben das damals nicht überlebt und ich habe gewusst, verarbeiten kann ich das, aber nur, wenn ich wieder in den Berg bin. Bin dann wieder aufgebrochen und dann die erste Nacht wieder in einem kleinen Zelt oben am Berg auf 6.500 Meter. Da habe ich dann, mich so reingesteigert. Immer wieder bin ich raus und habe kontrolliert, ob das Zelt gut steht. In der Nacht 10 Mal. Irgendwann bin ich draußen sitzen geblieben, weil ich es im Zelt nicht mehr ausgehalten habe. Da habe ich mich so reingesteigert und in der Früh war ich so erschöpft. Ich habe null Energie mehr gehabt. Und da habe ich auch so ganz klar gespürt, wenn man sich reinsteigert, kostet es viel Energie. Ich habe anders mal schon Nächte verbracht, habe ich auch nicht geschlafen und war trotzdem voller Energie in der Früh. Also das Reinsteigern kostet eben ganz viel. Und da weiß ich noch, wie ich da gesessen bin, dann im Zelt in der Früh, habe ich mich wieder reingesetzt und habe gedacht, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder breche ich die Expedition ab, hör auf mit dem Höhenbergsteigen, oder ich entscheide mich wieder ganz bewusst dafür, ins Leben zu vertrauen. So einfach das klingt, so banal das klingt, sagen wir so, so wichtig war das für mich, mir das klar zu machen, ins Leben vertrauen. Wir alle sind bestmöglich unterwegs, sind so sicher wie möglich unterwegs mit besten Wertvorstellungen und das Restrisiko bleibt immer und überall. Ganz egal, was wir tun, in welchen Bereichen wir unterwegs sind, das haben wir einfach. Und das gehen wir bewusst ein und es gilt darauf zu vertrauen, dass wir gut geführt sind und die bestmöglichen Entscheidungen treffen und mit dem bewussten Entscheiden, dass das Leben ist für mich und nicht gegen mich. Das habe ich mir alles so hergeholt und habe mir das auch gesagt selber. Hat dann dazu geführt, dass ich wieder ganz gut weitermachen habe können.
Das ist ganz wichtig und eins schließt natürlich das andere nicht aus, sondern es ergänzt die ganz wesentlich. Ich glaube, was ich halt gelernt habe, ist, dass man nicht immer nur dem Verstand glauben darf, weil der redet dann ja ganz schön viel ein, auch Sachen, tu das lieber nicht, das ist gefährlich und so weiter. Und da eine gute Mischung zu kreieren. Also ich habe einfach auch gemerkt, auf die eigene Stimme, auf die innere Stimme zu hören, dass das ganz viel bewirken kann und dann gleichzeitig aber schon im Außen auch schauen, passt das eh mit den objektiven Gefahren zusammen. Also das habe ich schon immer miteinander abgewogen. Und es war oft so, dass das Bauchgefühl gesagt hat, jetzt lieber nicht, jetzt dreh um. Und auch da habe ich mich drauf verlassen und habe halt dann umgedreht. Also es ist ja nicht immer nur Bauchgefühl, das gut aufgeht, sondern auch oft einmal die Intuition da bin, jetzt dreh um, weil sonst geht sich das nicht aus. Ja, also generell rate ich mal immer, dass ganz ehrlich mit sich selber sein sollen und einig spüren, will ich das wirklich? Will ich das wirklich oder mache ich das, weil ich vielleicht dann ganz besondere Anerkennung kriege oder weil ich dann berühmt werde oder was auch immer. Was ist die echte tiefe Motivation, dass ich das wirklich tue und will es? Ich glaube, das ist das Um und Auf. Und wenn das wirklich von innen rauskommt, dann bin ich am richtigen Weg, das weiß ich. Und dann tun sie die Türen auf, die sie auftun müssen. Und auch wenn manchmal nicht alles gleich so super ist und rosig verläuft, das gehört genauso dazu. Und darum muss ich sagen, das würde ich jedem empfehlen, da mal ganz ehrlich eingespielen, will es wirklich und wenn es wirklich will, dann gibt es einen Weg, ganz sicher. Und nicht auf Biegen und Brechen, sondern mit einem guten, feinen Gespür da arbeiten. Und wenn es einmal zwei Schritte vierig geht, vielleicht muss man wieder einen Schritt zurück machen oder mal rechts oder links abbiegen. Das gehört alles dazu, aber sich da nicht beirren lassen, sondern am Weg bleiben und mit guten Werten unterwegs sein, dann kann gar nichts schief gehen. Also was ich eindeutig weiß, was ich jetzt anders machen würde als damals zum Beispiel, oder was ich erraten würde der kleinen Gerlinde, dass früher anfängt eben mit Achtsamkeit und Meditation, weil da muss ich sagen, wie ich das begonnen habe vor 20 Jahren, habe ich so sehr gemerkt, wie sehr mich das zu mir bringt und mich zentriert sein lässt und gelassen sein lässt, auch in schwierigen Situationen, Ruhe bewahren, Überblick bewahren, das habe ich wirklich alles durch die Meditation dann erfahren und da würde ich in Zukunft früher anfangen, im nächsten Leben. Beides. Viele kleine. Die ganze Welt.